Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Neverending Story of Death. Also, Evil Within, ja. Ich hoffe, diesmal klappt es besser, was wir hier so vorhaben, weil das lief ja gerade eben in der letzten Folge nicht so gut. Bin echt schon am Überlegen, ob wir die Fackeln überhaupt noch mitnehmen sollen. Aber wir machen es mal. So. Oh, komm da raus, komm da raus, komm da raus. Bei B können wir nicht viel falsch machen. Genau. So. Jetzt hier nochmal gleich wieder anzünden. Uah. Scheiße. Weg. Komm her hier. Geht doch. Blöde Troller, ey. So, schnell da hoch. Und den Hebel ziehen. Man hört zu schreien, also hat's was gebracht. So, wir nehmen den lieber mal mit, aber wir werden trotzdem hier den Kollegen anzünden. Das können wir ihm einmal einsammeln. Schrotflintenmunition jetzt nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Okay, damit haut er. Komm her. So, klappt doch. Machen wir eben hier durch. Etwas schneller, mein Junge. Und? Ich habe nichts gehört. Hoffentlich schneidet die uns nicht den Weg ab. Oh oh. Da. Komm, Stückchen weiter, Stückchen weiter, ganz kleine Stückchen. Jawoll. Burn. Und hier runter. Oh oh. Ja. Haha. Oh, die Musik ändert sich. Oh, wir haben es geschafft. Gott. Oh, shocking. Cool. Boah, 8000. Sehr schön. Können wir hier hoch? Nö. Das hat jetzt endlich geklappt. Meine Fresse, ey. Das seht ihr mal. Muss man nur mit ankündigen, dass man da was vorhat und dann funktioniert das Ganze auch. So. Patronen haben wir jetzt wieder. Weiß ich hier unten noch was drin? Okay. Oh, super. Mann, bin ich froh, dass wir das hinbekommen haben jetzt. So, nachladen geht nicht. Mehr passt nicht. Dann wollen wir mal hier durch, wa? Sieh an. Ach nee, warte mal. Oh, da ist noch eins. Immer schön die Gläser mitnehmen. Und eben noch gucken, ob hier irgendwo noch was liegt, was wir gegebenenfalls gebrauchen könnten. Nee, du nicht. Die sammeln wir mal nicht ein. Bei dir ist auch nichts mehr. Ich glaube, wir haben soweit alles eingesammelt, was einzusammeln war.
Ja, Patronen nicht, weil wir nicht mehr Munitionsplätze haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, was so gravierend ist, ein paar Patronen mit sich zu tragen. So, und was haben wir hier? Ein Kontrollpunkt. Was? Hä? Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Mhm. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Was machst du Dieser mit ihm? Ist kompatibel. Da gehen wir mal lieber weg. Was zum... Was in Teufels Namen? Hängen Werkzeuge mit in diesem riesigen Gehirn und ähnliche Sachen. Wie, was? Nee. Blöd. Warum? Die haben Ketten am Hinterkopf. Was ist das für ein Symbol? Oh, warte mal. B drücken. Ah. Damit kann man den Kram aus dem Hinterkopf ziehen. Wie wär's mit umfallen? Hallo? Finden die nicht ganz so spannend, das mit dem Umfallen. Laufen wir einmal eben im Kreis, weil die haben ja ihre Kette da dran. Oh. Schrotflintenmunition. Jetzt. Fall doch mal um. Geht doch. Ziehen. Ja. Bist du der? So, das hat geklappt. Können wir einmal nachladen. What the... Ah, sieh an. Kapitel 5 überlebt. Ja. Spiel speichern oder nächstes Kapitel? Ich speichere mal eben das Spiel. So. Ja, soll überschrieben werden. Wieder zurück. Nächstes Kapitel. Falls ihr euch wundern solltet, dass da schon für Kapitel 6 Speicherstände vorhanden sind, das liegt daran, dass ich einmal kurz aufgenommen habe. Und das Problem war, der Sound war weg. Und das kann ich euch nicht antun. Wer seid ihr jetzt? Nur. Nee, nimm das Ding weg. Nimm das Ding weg! Ah, wir sind wieder da, wo gehabt. Hat sie etwas erschreckt? Ja, so ein bisschen. Irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, wenn du das sagst. Ist auch seltsam. Oh, Zeitung. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten, Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cheddar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Das ist aber ein nettes Gemeindemitglied. Wenn der sowas auswerten kann, das ist natürlich immer gut. Oh, warte mal. Stimmt, wir haben ja hier vorne... Okay. Wir haben hier vorne noch Munition. Schrotflinte? Da unten da war das, ne?
Genau, jetzt haben wir wieder voll und dann machen wir hier nochmal auf. Oh, da ist das Glas voll Dreck. 21.000 haben wir bisher. Entschuldigung. Vielleicht sollten wir ein bisschen sparen, damit wir unsere Ausdauer ein wenig höher bringen können. Was ist das jetzt? Fotos. Ja. Eine Kirche. Okay. Was? Seht ihr das? Da kommt ein Arm raus. Wovon? Okay, alles dunkel. So, ich glaube, liebe Freunde, das ist der Bug, von dem ich mal gehört habe. Dass man jetzt quasi nichts mehr sieht. Aber ich habe da eine Idee. Was war das? Was zum... Oh, hallo Rollstuhl. Tschüss Rollstuhl. So, da müssen wir mal eben gucken. Weil ich weiß, dass man diesen Bug umgehen kann. Aber das geht tatsächlich nur, wenn man das Teil mit dem Bolzen hat, weil man sich damit so ein bisschen den Weg beleuchten kann. So, wir sollten nämlich am besten dorthin. Ein bisschen Boden sehen und so, das wäre nicht schlecht. Okay. Was zum... So, da mal weitergehen. Jetzt sind wir hier. Hier geht's jetzt runter, oder wie? Die ganzen Kakerlaks an der Wand. Was ist das denn für ein Zellentrakt? Ein... What? Und wer zum Teufel bist du? Alright. So. Haben wir gut hinbekommen. Wir können nicht wieder zurück. Ah, dieses Hängenbleiben der Bilder immer. Pulsiert hier alles. Nee, man kann da auch nicht rein. Kann man... Hat er danach gegriffen? Nee. Was ist hier los? Kann man das kaputt hauen? Nö. Zeitung oder so? Nee. Also sie möchten scheinbar, dass wir da hinten zu der Tür gehen. Dann machen wir das mal. Hallo? Da bist du ja wieder. Leslie! Der arme Junge. Sebastian? Ja? Sebastian? Ja? Sebastian? Ja! Boah, du kleiner Widerling. Was ist nun los? Wo sind wir hier jetzt? Schrank kann man nicht untersuchen? Ah, der Spiegel ist kaputt. Blöd, wir kommen also gar nicht mehr zurück, um beispielsweise irgendwas einzulösen oder so. Tür versperrt, also können wir da auch nicht durch. Aber ganz nett hier aus, ne? Die ganzen kaputten Wände und so. Was ist hiermit? Kann man die zerstören? Nee. Oh, eine Kiste. Mit einem Bolzen drin.
Hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, hier hat der Architekt noch ein bisschen was zu tun. Wo seid ihr, ollen Geier? Hören tue ich euch. Ach, jetzt seid ihr weg, oder was? Da sind wir denen zu nahe gekommen. Hui. Ach, das ist so ein schöner Ausblick hier. Ist da vorne irgendwo noch was in der Ecke? Hier so? Nö. Da kommen wir nicht hinter. Aber vielleicht können wir hier vorne noch gucken. Der Invisible Wall, da mag er nicht drüber klettern. Ist aber in Ordnung. Oh, sieh an. Genau wie auf den Fotos. Kapitel 6, wir verlieren uns. Was das wohl zu bedeuten hat mit dem Verlieren? Da mag er jetzt nicht mehr hochgehen, oder was? Du bist mir ja ein Banause. Noch so ein Gemäuer. Überall die ganzen Ruinen, das ist... Sieht aus, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen. Liegt hier irgendwo was? Nö. Aber hier ist eine Leiter. Die klettern wir mal hoch. So, Seil. Ah, Patronen. Können wir nicht aufsammeln. Hä? Oh, Kisten. Oh, cool. Geht wirklich. Dann einmal nachladen. Nicht vergessen. So, jetzt können wir wieder Patronen einsammeln, weil wir haben wieder Platz. Und dann rutschen wir mal darunter. Springen geht auch. Oh, wir haben zu viel Schrot und hier ist noch Energie. Ich meine, wir können jetzt ganz gerne einmal eben Energie benutzen. So. Können wir wenigstens das eine wieder einsammeln. Dann gehen wir mal weiter. Mehr schien da ja nicht gewesen zu sein. Boah, ganz schöner Geierauflauf dort. Hühnersuppe. Was haben wir hier so? Aha. Na, mein Freund. Oh. Cool. Da war wieder eine Statue hinter. Haben wir die auch gefunden. So, was haben wir da oben drin? Patronen. Ja. Haben wir eine verschwendet oder verwendet, wie auch immer, um ein paar mehr zu haben. Wobei wir ja trotzdem nur die eine, die wir verwendet haben, aufnehmen konnten. So. Schüsse. Also irgendjemand hat die Geier verjagt. Können wir hier rein? Ja, müssen wir sogar, so wie es aussieht. Oh, Joseph! Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Wer will da rein? Da rein. Auf geht's. Oh, hallo. Hatte der Molotow-Cocktail? Wieder eine? Ja, da hat er. Oh Mann. Auf mit dem Scheißding.
Ich bin dran. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Verdammt. Ja, geht wieder los. So. Eben kurz gucken. Ja, einsammeln, einsammeln. Immer schön einsammeln. So. Oh, warte mal, wie können wir da hinkicken? Oh nein! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Das kann ich auch. Hier, hast du davon. Was? Ihr habt doch gehauen! Wir haben doch gehauen! Ihr blöden Säcke, ey! Nein, sammelt nicht die blöden Streichhölzer ein, klatscht den eine. Boah. Ja. Oh. So. Ja. Rennt der noch, brennt hinter mir her, ey. Ich glaub's ja nicht. Hab es. Weg hier. Oh, oh. So. Ja, ja, wir sind sofort weg. Wir sind sofort weg. Wir sammeln hier nur noch mal eben den Dreck ein. Und tschüss. Ja, ich weiß, wenn wir so weitermachen, dann sterben. Oh, wo kommst du denn her? Munition. Oh, können wir nicht einsammeln. Aber hier haben wir wieder so ein alles Fass. Nein, nicht zu dem anderen Fass. Ja, Mist. Ist doch das passiert, was ich gedacht habe. Dass beide Fässer auf einmal drauf gehen. Das ist nicht ganz so gut. So. Patron schon mal, das ist nicht schlecht. Oh oh. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Fall um. Du Blödmann. Da sind doch so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Uah. Uah. Sehr schön. Naja. Ich weiß, Leute, schön ist was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. So. Schöner wäre das. Oh, da musste ich schießen. Jetzt aber. So. Die brennen schon mal alle. So, jetzt wollen wir den Schrotmunition einsammeln. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Oh, der hat sich geduckt. Naja, eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Oh, oh. So. Da war noch ein Glas voll Dreck. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Boah, fies. Lass mich hier durch. Scheiße. Eigentlich hatte ich was vorgehabt. Boah, verschwinde. So, damit es sich lohnt, schnell die Patronen einsammeln. So, so und wieder hier rauf. Boah, ihr Schweine, verpisst euch! Lasst mit euch hier durch. Puh. Kannst du mal aufhören, dich auszuruhen, wenn da jemand mit dem Messer hinter dir her ist? Gott! Na, komm schon. Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Ja, das ist schön.
Ja, da, das hat sich nicht gelohnt. Dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Jo. Da bin ich ganz bei dir. Was haben wir da? Oh, ein Sniper oder wie? Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Ja, sehr schön. So, da müssen wir mal eben beigehen. Und zwar machen wir das jetzt nach unten. Würde ich sagen, so, dass wir die da auswählen müssen. Gut. Eben nachladen. Hier auch mal eben nachladen. Und einmal zurück. Was nun schon wieder? Werde ich hier noch gebraucht? Noch mehr Fotos. Tschüss, Lady. Ja. Ne, noch mehr Fotos sind es gar nicht. Das sind die gleichen Fotos von vorhin, also. Ach, warte mal, ich glaube, wir haben noch einen Schlüssel gefunden, ne? Ja. Dann machen wir mal unten rechts auf. Oh, sehr schön. Ein weiteres Glas voll Dreck. So. Gehen wir mal gucken, ob unsere Tageszeitung wieder da ist. Nö. Warte. Vermisst wird auch keiner. Mal kurz gucken, wie das hier aussieht. So, maximale Sprintdauer. Ah, da fehlen uns noch 2000 bzw. 1800. Dann würde ich vorschlagen, warten wir noch mal eben, weil wir haben ja schon die 30.000 fast voll. Gehen dann einmal eben wieder zurück. So, da sind wir wieder. Tja, und mit Joseph und Sebastian machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Evil Within. Ciao.